Christ ist erstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Christ ist erstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Den Gott gemacht hat. Leben, das unserem Dunkel strotzt. An diesem Tag heute steht uns Gottes Sohn vor Augen und wir feiern seine Auferstehung als ein Versprechen, das gültig ist für alle. Christ ist erstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Herzlich willkommen zum Ostergottesdienst in der Trinitatiskirche in Edmonton, wo immer Sie auch sind. Wir sind froh, Sie hier willkommen heißen zu dürfen und mit Ihnen diesen wunderbaren Ostergottesdienst zu feiern. Wir feiern ihn im Namen Gottes, des Schöpfers und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Gott, du ewige Macht, Christus ist auferstanden von den Toten und nichts kann uns trennen von ihm und seiner Liebe, die uns in Christus entgegenkommt. Hilf uns in der Angst vor dem Leben. Hilf uns aus der Angst vor dem Tod und gib uns Anteil an seinem unzerstörbaren Leben, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und herrscht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Unser Einheit Gott.
Die heutige Lesung finden wir im Psalm 118, die Verse 1 bis 2 und 14 bis 24. Dankt dem Herrn, denn er ist gut zu uns. Seine Liebe hört niemals auf. Das Volk Israel soll rufen, seine Liebe hört niemals auf. Vom Herrn kommt meine Kraft. Ihm singe ich mein Lied, denn er hat mich gerettet. Das Volk Gottes stimmt das Siegeslied an. Aus allen Zelten schallt es laut. Der Herr hat seine Macht gezeigt. Seine Hand ist siegreich erhoben. Er hat die Feinde geschlagen. Ich muss nicht sterben. Ich darf weiterleben und erzählen, was der Herr getan hat. Der Herr hat mich hart angefasst. Doch vor dem Tod hat er mich bewahrt. Öffnet mir das Tor zum Tempel, durch das die Treuen einziehen dürfen. Ich will eintreten, um dem Herrn zu danken. Hier ist der Zugang zum Herrn. Wenn du seine Weisung treu befolgt hast, dann komm, tritt ein. Ich danke dir, Herr. Du hast mich erhört. Du hast mir die Rettung gebracht. Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Der Herr hat dieses Wunder vollbracht, und wir haben es gesehen. Diesen Tag hat der Herr zum Festtag gemacht. Heute wollen wir uns freuen und jubeln. Soweit die Lesung. Die Überlieferung von der Auferweckung von Christus nach 1. Korinther 15, 1-11. Brüder und Schwestern, ich will euch auf die gute Nachricht hinweisen, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie ja angenommen und ihr steht fest auf diesem Grund. Ihr werdet gerettet, wenn ihr daran festhaltet. Bewahrt den Wortlaut, den ich euch verkündet habe. Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Was ich euch weitergegeben habe, habe ich selbst als Überlieferung empfangen. Grundlegend ist, Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er wurde begraben und am dritten Tage auferweckt, wie es in der Heiligen Schrift steht. Er hat sich Kephas gezeigt, danach auch den 12. Später zeigte er sich über 500 Brüdern und Schwestern auf einmal. Die meisten von ihnen sind noch am Leben, einige sind aber gestorben. Danach hat er sich Jakobus gezeigt, schließlich allen Aposteln. Ganz zuletzt hat er sich auch mir gezeigt, also gleichsam einen Missratenen. Ich bin nämlich der Unwürdigste unter den Aposteln. Ich verdiene es nicht, Apostel genannt zu werden, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Und seine Gnade, die er mir erwiesen hat, blieb nicht ohne Wirkung. Im Gegenteil, ich habe mehr für die gute Nachricht gearbeitet als alle anderen Aposteln. Aber das habe ich nicht getan, sondern die Gnade Gottes, die mir in mir ist. Gleichgültig, ob ich es sage oder die anderen Aposteln. Das ist unsere Verkündigung und der Glaube, den ihr angenommen habt.
nach Markus im 16. Kapitel. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um hinzugehen und um ihn zu salben. Und sie kamen zum Grab am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging. Und sie sprachen untereinander: Wer wälzt uns den Stein von des Grabes Tür? Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der Stein weggewälzt war, denn er war sehr groß. Und sie gingen hinein in das Grab und sahen einen Jüngling zur rechten Hand sitzen, der hatte ein langes weißes Gewand an, und sie entsetzten sich sehr. Er aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe, da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen vor dem Grab, und Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und zuerst sagten sie niemand etwas, denn sie fürchteten sich sehr. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Amen. Glaubensbekenntnis ist aus Nicäa. Bekennen wir unseren christlichen Glauben. Wir glauben an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und an den einen Herrn Jesus Christus, Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen, eines Wesens mit dem Vater, durch ihn ist alles geschaffen. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der Jungfrau Maria und ist Mensch geworden. Er wurde gekreuzigt unter Pontius Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden, ist am dritten Tage auferstanden nach der Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die Lebenden und die Toten. Seine Herrschaft wird kein Ende sein. Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr ist und lebendig macht, der aus dem Vater und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater und dem Sohn angebetet und verherrlicht wird, der gesprochen hat durch die Propheten, und die eine heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Und wir bekennen die eine Taufe zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Amen. Sei mit euch und Friede von dem, der da ist und war und kommen wird, Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, Furcht,
Zittern und Entsetzen hatten die Frauen ergriffen, als sie auf dem Weg zum Grab waren, an jedem frühen Morgen. Furcht, Zittern und Entsetzen ergreift uns, wenn wir etwas erfahren oder uns etwas begegnet, das über unser Urteilsvermögen hinausgeht und das wir nicht einordnen können, das auch lebensgefährlich ist. Wir wissen aber auch aus biblischen Schriften, dass, wenn Menschen dem Göttlichen begegnen, auch dann Furcht einsetzt und das Zittern und der Schrecken. Und so wissen wir, dass die Frauen, die damals auf dem Weg zum Grab waren, wirklich etwas begegnet sind, dass sie jenseits allem, was sie bisher erfahren haben, getragen hat. Und dass das Entsetzen und das Zittern und die Furcht nicht nur Angst war, sondern auch vielleicht Ehrfurcht, vielleicht die Ahnung, dass hier Mächte am Werk waren, die mehr sind als der Tod und größer sind als die Dunkelheit. Jedenfalls, die Frauen nähern sich dem Grab und sehen einen Jüngling, so heißt es im Evangelium, einen Menschen im weißen Gewand im Grab sitzen, und der nähert sich ihnen an und sagt: Entsetzt euch nicht, fürchtet euch nicht. Das ist Engelssprache. Das ist ein Engelsgruß, den auch wir aus den Heiligen Schriften kennen. Wenn Engeln Menschen begegnet, so heißt es oft: Fürchte dich nicht, denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude, oder fürchtet euch nicht. Und dann erfahren die Frauen, es ist kein Leichnam da. Wie das kommt, das erfahren sie nicht. Er ist nicht hier, er ist nicht im Grab. Seine Anhänger sollen und wollen keinen toten Menschen verehren. Er ist nicht da, sodass man ihn wie einen Helden verehren kann. Er ist auferstanden, er lebt auf eine eigene, ganz andere Weise. Aber wer versteht das schon? Sie verstanden das nicht, die Frauen, und sie fürchten sich sehr. Auch ich hätte mich gefürchtet. Und diese Reaktion wäre angemessen gewesen, weil da etwas ganz Großes geschehen ist, etwas, das alles Begreifen übersteigt. Der Tod ist verschlungen vom Sieg, das Leben triumphiert, das Licht scheint hell in der Dunkelheit. Wer kann das schon begreifen? Wer kann das schon mit Leib und Seele erfassen? Und das alles ist sehr früh passiert. Die Sonne geht gerade auf. Der Sabbat, die Ruhe am Grab, ist vorüber. Es ist der erste Tag der neuen Schöpfung, ein neuer Anfang. Das Osterlicht ist schon aufgegangen über den Frauen. Aber sie sind noch in Gedanken im Tod verfangen, im Tod, im Schrecken, in der Vergangenheit. Und ich denke, auch das kennen wir. Und auch das gehört zu Ostern. Denn Ostern bedeutet erstmal, den Tod wahrzunehmen, die Dunkelheit wahrzunehmen und den Schrecken wahrzunehmen. Da ist erstmal nichts. So scheint es jedenfalls. Nur Dunkelheit. Und auch wir, wenn wir mit dem Tod konfrontiert werden, wissen, da ist erstmal nichts. Nur Trauer. Nur Dunkelheit, nur Leere. Und dann die Sorgen, die die Frauen hatten, als sie zum Grab gingen. Wer wälzt uns denn diesen schweren, schweren Stein vom Grab weg? Er ist sehr groß. Und auch heute unsere Ängste, sind manchmal wie Steine, die uns auf dem Herzen liegen. Große Steine, die uns drücken. Steine, die uns fragen lassen, was wird aus uns in den Covid-19-Zeiten? Was wird aus den Kindern, den Enkelkindern? Werde ich sie irgendwann einmal wiedersehen? Was wird mit mir, wenn irgendwann einmal die Zeit kommt, in der ich begreifen muss, dass mein Partner, mein Freund, mein Kollege gestorben ist? Und bis jetzt war keine Zeit zum Trauern, weil so viel geschehen ist. Was wird mit uns? Das sind Steine, das sind Angststeine. Vielleicht haben auch Sie Angststeine auf Ihrem Herzen. Aber wir wissen, der Stein, er ist nicht mehr da.
als die Frauen kamen. Er ist einfach weggenommen worden. Er ist hinweggenommen worden. Wie? Das wissen wir nicht. Aber der Angststein ist hinweggenommen worden. Hinweggenommen worden von derselben Macht, die uns begreiflich macht, dass das Leben immer stärker ist als das Tod, als der Tod und das Licht immer heller als die Dunkelheit. Und dann hören die Frauen, hören sie die Worte, hören sie wieder, fürchtet euch nicht, aber geht und sagt es den anderen. Geht zurück nach Galiläa und sagt es den anderen, was passiert ist, dass er auferstanden ist und mit ihm die Liebe und die Hoffnung und der Glaube und das Leben nach dem Tod und das Leben vor dem Tod. Das Osterlicht scheint auf uns alle. Und Galiläa, so sagen die Frauen, in Galiläa, da lebte Christus. Jerusalem, da war zuerst das Fest und dann der Tod. Aber Galiläa, das ist der Alltag. Das ist auch unser Alltag. Galiläa, das ist unsere Alltagswelt. Und in dieser Alltagswelt lebt Christus mit uns, geht uns voran, führt uns, leitet uns. In dieser unserer Alltagswelt sind wir nicht allein, nie. So geht, sagt der Engel, geht in euren Alltag zurück und glaubt daran, dass Christus in euren Alltag hinein auferstanden ist, dass das Osterlicht in euren Alltag hinein scheint, in die dunklen Ecken, in die Sorgen, in die Ahnungen, in den Tod sogar. Geht, lebt das Licht im Alltag. Manchmal schließt der Angststein unser Herz ab wie ein dunkles Grab. Und manchmal brauchen wir Hilfe, um diesen Angststein immer und immer wieder zu entfernen. Manchmal kann ihn nur ein anderer wegwälzen. Und dieser andere sagt, geh, bleib nicht im Dunkeln stehen. Lass dir deinen Stein vom Herzen wegwälzen und glaube daran, dass das Osterlicht auch dir scheint. Und das Osterlicht scheint schon, scheint überall. Geh in deinen Alltag zurück und er wird da sein, der Christus, der Auferstandene. Und er wird das Wort an dich richten, der Christus, der Auferstandene. Und er wird dir sagen, wie du leben kannst mit ihm, ohne Angst. Fürchte dich nicht, entsetze dich nicht. Ich, so wird er sagen, bin bei dir bis an der Weltende. Und vielleicht wird dein Herz leicht. Und vielleicht wird der Stein weggerollt werden. Und vielleicht kannst du auch anderen helfen, Steine wegzurollen. Das Auferstehungswunder entzieht sich eigentlich allen Begriffen. Wir können es nicht begreifen. Wir sind sprachlos. Und so waren die Frauen noch erst einmal sprachlos, bis sie ihre Sprache wiederfanden und gingen und verkündigten und bezeugten, dass er lebt, dass er auferstanden ist, wahrhaftig auferstanden ist. Deshalb, ich denke, lässt Markus für uns das Ende offen. Er kann nicht schreiben, wie für uns das Ende ausgeht. Keiner kann es dem anderen vorschreiben, wie das Ende ausgehen wird. Jeder hat seinen eigenen Ausgang aus dem Grab und aus der Dunkelheit. Oft mit Hilfe von anderen und manchmal allein. Aber mit jedem und mit jeder findet Gott das Osterlicht. Und findet Gott immer wieder einen Weg ins Osterlicht. So sollen wir das Evangelium nicht zuklappen und sagen, unglaublich, was damals geschehen ist, sondern wir sollen es fortschreiben und fortleben in unserem Leben, in unserem normalen Leben, in unserem Galiläa, in unserem Alltag.
Dort findet das Evangelium seine Fortsetzung mit uns, wie es vor langer Zeit mit den Frauen seine Fortsetzung nahm und auch mit den Jüngern seine Fortsetzung nahm, die nämlich nach Galiläa gingen und die Verkündigung beginnen. Und so begann die Christusbewegung mit einer Handvoll, damals und heute. Das Osterlicht scheint für jeden von uns. Das Osterlicht umhüllt jeden und jeden von uns in den göttlichen Frieden, den wir manchmal spüren. Nur manchmal, aber der da ist. Und dieser Friede hilft uns, den Frieden zu sehen und wahrzunehmen, den Gott uns schenkt, immer und immer wieder. Wir können glauben, wirklich glauben und rufen, er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Du bist ein Gott des neuen Lebens, du unser Gott, stärker als der Tod. Du bist ein Gott der Freude, du unser Gott. Deine Freude belebt uns mitten im Elend. Das neue Leben durch deinen Sohn Jesus Christus erfüllt uns mit Hoffnung. Halte deine Freude nicht zurück, erfülle uns mit Hoffnung. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Komm mit deinem Trost
und deiner Freude zu den Verängstigten. Belebe die Hoffnung derer, die ratlos sind. Belebe den Mut derer, die aus ungerechten Verhältnissen aufbrechen. Belebe die Liebe aller, die der Not nicht tatenlos zusehen. Und belebe den Glauben aller, die nach dir fragen. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Komm mit deinem Wort zu den Mächtigen. Führe sie in ihren Entscheidungen. Lenke sie in ihrem Tun. Mahne sie zu Frieden und Gerechtigkeit. Leite sie zur Umkehr. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Komm mit deinem Frieden zu den Menschen, die unter Krieg, Terror und Gewalt leiden. Steh denen bei, die von Katastrophen getroffen wurden. Heile die Kranken, stärke die Pflegenden, begleite die Sterbenden. Wir bitten dich heute besonders für Dorothea, für Lilly, für Hermann, für Rudi und in der Stille bitten wir für andere. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Du bist ein Gott des neuen Lebens, du, unser Gott, stärker als der Tod. Du bist ein Gott der Freude, du, unser Gott. Deine Freude belebt uns mitten im Elend. Das neue Leben durch deinen Sohn Jesus Christus erfüllt uns mit Hoffnung. Halte deine Freude nicht zurück. Erfülle uns mit Hoffnung. In Christus, heute und alle Tage unseres Lebens. Amen. Der Altar ist geschmückt in Weiß mit weißen Lilien und Osterglocken. Die Elemente Brot und Wein warten auf Sie. Wir feiern ein digitales Abendmahl, das heißt, ich lade Sie ein, bei sich zu Hause das Abendmahl zu feiern, mit der Familie oder auch alleine. Wenn Sie nichts vorbereitet haben, so stellen Sie das Video auf Pause und holen Sie etwas Brot oder Cracker und Wein oder Orangensaft oder Traubensaft, Wasser und bereiten Sie für sich den Abendmahlstisch. Danke sehr. Und der Herr sei mit euch allen. Amen. Lasst uns beten. Gott, du Ursprung allen Lebens, aus dem Nichts rufst du deine Welt ins Dasein. Aus dem Dunkeln der Nacht rufst du uns ins Licht. Aus der Ferne in deine Nähe, aus der Schuld in eine neue Freiheit, aus allem, was dem Tod verfällt, in eine neue Zukunft mit der Auferstehung Christi. Wir danken dir für Christus, der uns das Leben schenkt, und wir loben und sagen, wahrhaft würdig ist es und recht, dass wir dich, Herr, ewiger Gott, zu allen Zeiten und an allen Orten loben und dir danken und dich an diesem Tag in dieser österlicher Zeit mit Jubeln preisen. Denn hingegeben ist Jesus Christus, durch ihn hinweggenommen die Sünd der Welt. Sein Sterben ist der Sieg über den Tod. In seiner Auferstehung schenkst du wieder das neue Leben. Darum jubelt der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Scharen der Engel. Und vereint mit ihnen und mit allen, die uns verloren gegangen sind im Glauben, sprechen wir auch das Lob deiner Herrlichkeit. Christ ist erstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und wir können feiern und loben, weil uns gewiss ist, dass uns vergeben ist und gegeben ist, das neue Leben. Denn Jesus Christus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach es und gab es in seinen und sprach, nehmet hin und esset. Das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Solches tut zu meinem Gedächtnis.
Desselbigen gleich nahm er den Kelch nach dem Mahl, dankte und gab ihn den und sprach, nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, für euch gegeben zur Vergebung der Schuld. Solches tut, so oft ihr es trinket, zu meinem Gedächtnis. Und gemeinsam beten wir mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das Brot des Lebens, Christi Leib, der Kelch des Heils, Christi Blut, für euch vergossen. Amen. Christi Leib für dich gegeben. Amen. Christi Leib für dich gegeben. Christi Blut für dich vergossen. Christi Blut für dich vergossen. Wir beten. Gott, du Schöpfer und Heiland allen Lebens, du hast in der Auferstehung Jesu Christi von den Toten die Macht des Todes gebrochen. Gestärkt mit dem Brot des Lebens gehen wir in den Alltag unserer Welt und freuen uns auf deine neue Welt, die endgültige Freiheit vom Tod, der neue Schritt ins Leben. Denn dein Reich kommt. Das bitten wir dich im Namen Jesu Christi, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. So geht mit dem Segen Gottes in diese österliche Zeit. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden. Geht hin in den Frieden des Herrn. Amen. Halleluja, denn unser Heiland hat Triumph.
hat vom ewigen